Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Pokémon Oras Wi-Fi Battle. Und heute haben wir mal wieder einen Einzelkampf gemacht gegen unseren Gegner Tom. Und er hatte folgende Pokémon dabei: ein Dragonier, ein Schlappohr, ein Glaziola, ein Unafair, welchen Namen jetzt so richtig aussprechen sollte, ein Milotic und ein Metagross. Und ich habe dafür meine Pokémon dabei: ein Porygon 2, mein Razorf, ein Turtok, ein Schlurpleck, ein Arcani und ein Durengard. Und ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns diesen Kampf jetzt einfach nochmal an, wie er so abgelaufen ist. Und ja, er schickt dann erstmal zunächst seinen Metagross in den Kampf. Und ich gehe dann direkt mal für mein Porygon 2 rein. Wodurch erstmal die Fährte von Metagross erkannt wird. Er geht dann direkt für den Durchbruch. Und was mein Porygon 2 schon mal eigentlich ganz guten Schaden macht. Ich gehe dann hier für die Donnerwelle, damit dieses Metagross schon mal mich nicht mehr so stark behindern kann. Ich wechsle dann natürlich raus, weil Kampf ist ja reines Gift für mein Porygon. Und da wechsle ich zu meinem Donkey Kong. Und da kommt der Sternenhieb. Weil er bestimmt wusste, dass ich auswechseln sollte. Warum sollte er nochmal Durchbruch einsetzen? Ich gehe dann hier für den Erdbeben. Was auch eigentlich schon mal ganz guten Schaden macht. Und ich verliere einige KP durch das Lebenorb halt. Und da kriegt er direkt die Para. Und er wechselt dann aus zu seinem Neuwehren, sein Unafair. Dort wird der Schnüffler erkannt, wodurch ich das Leben obtrage. Ich setze nochmal Erdbeben ein, aber die Attacke ist wirkungslos. Ich möchte meinen Donkey Kong halt noch ein bisschen behalten, deswegen rufe ich ihn zurück und schicke meinen Turtok in den Kampf. Da setzt er nun den Überschallknall ein, der meinem Turtok auch schon ganz schön zu schaffen macht. Ich mache dann die Mega-Entwicklung mit meinem Turtok. Und dieses Unafair, das darf halt auch erstmal wieder zuerst angreifen, weil es halt schneller ist. Er setzt dann halt den Orkan ein, wodurch ja, Turtok auch schon wieder ganz knapp bei Sache ist. Ich hau dann mit meinem Turtok den Blizzard raus und damit ist dieses Unafair schon mal direkt mit einem Schlag besiegt. Da fliegt er nun in den Tod. Nun schickt er sein Milotic in den Kampf. Und da habe ich mir erstmal gefragt, wieso schickt er einen Milotic rein, obwohl da ein Wasser-Pokémon vor ihm steht. Aber er wird doch schon seine Gründe dazu haben. Ich wechsle dann raus zu meinem Schlecki. Es ist auch ein Shiny. Und er geht dafür den Feuerodem. Aber das interessiert mein Schlecki eigentlich überhaupt nicht. Und da will er die Anziehung einsetzen. Ah, durch die Fähigkeit Dösigkeit hat es überhaupt gar keine Wirkung gegen mein Schlecki. Ich haue dann hier die Blattgeißel raus und mache ihm schon mal die Hälfte der KP weg. Da ruft er nur zurück. Und ich habe mir schon gedacht, dass er zurückgerufen wird. Und deshalb schickt er jetzt seinen Glaziola rein. Und ich gehe dann mit meinem Schlurpleck direkt mal auf den Abschlag. Wodurch ich eben schon mal das Item ewiges Eis wegnehme. Ich wechsle dann zurück. Schlecki hat gute Arbeit geleistet. Und schicke Nintendox in den Kampf. Dort wird der Bedroher erstmal aktiviert, wodurch sein Angriff sinkt. Und er geht für den Blizzard. Und Nintendox wehrt diese Attacke ab. Wofür ich ihm sehr dankbar war. Er ruft nun zurück und schickt sein Milotic rein. Hatte ich mir eigentlich auch schon denken können. Ich setze dann trotzdem nochmal den Feuersturm ein. In der Hoffnung, dass er eine Verbrennung bekommt. Und in der Tat, er hat sogar eine Verbrennung bekommen. Das war sehr gut. Die Verbrennung schadet ihm jetzt von Runde zu Runde immer mehr. Ich schicke nun Nintendox zurück. Und tue da nochmal Schlecki rein. Weil er ist jetzt auch mal auf die Anziehung gegangen. Aber Schlecki weicht ihm aus. Es interessiert, was heißt, interessiert ihn nicht. Es hat keine Wirkung gegen ihn. Und bevor dieses Milotic sterben sollte, setzt es nochmal Toxin ein, um meinen Schlecki sehr, sehr stark zu vergiften. Ich gehe dann nochmal hier für den Abschlag. Und damit ist dieses Milotic auch schon mal besiegt. Es hatte die Kerzalbeere getragen. Durch das Gift werde ich jetzt von Runde zu Runde verletzt. Nun schickt er seinen Dragonier in den Kampf.
Und da lässt es jetzt erstmal einen Drachentanz ein, wodurch sein Angriff und seine Initiative steigt. Ich gehe dann hierfür den Abschlag, um ihm schon mal das Item wegzunehmen. Und da spielte es mit Epolit. Sehr interessant. Die Vergiftung schadet mir jetzt immer noch von Runde zu Runde. Und da geht er nochmal für den Drachentanz. Weil er sich bestimmt gedacht hat, geil, jetzt setze ich so und so auf Drachentanz ein. Dann bin ich unbesiegbar. Ich gehe dann hier für den Spukball. Wodurch schon mal seine Spezialverteidigung sinkt. Ja. Ist das gefährlich auch nochmal verletzt. Das ist mir aber eigentlich gut egal. Schlinky hat auch wieder mal gute Arbeit geleistet, deswegen rufe ich es jetzt auch zurück und schicke Turtok in den Kampf. Und da ist Turtok leider noch nicht gestorben. Er geht nochmal für den Drachentanz, wodurch er jetzt schon bei plus 3 ist. Und dadurch, dass es jetzt halt schneller ist, setzt es die Kaskade ein und damit ist mein Turtok auch schon leider besiegt. Aber Turtok hat sehr, sehr gute Arbeit bei diesem Unfair geleistet, also er hat keinen schlechten Job gemacht. Nun schicke ich mal Porygon 2 rein und mache erstmal die Fährte sichtbar und er geht dann nochmal für den Drachentanz. Er hat die Chance nochmal genutzt, aber das wird ihm eigentlich nicht wirklich viel bringen. Ich gehe jetzt hier für die Triplette und die Triplette besiegt dieses Dragonier mit einem Schlag, weil er auch eben schon seine Spezialverteidigung durch den Spukball gesunken ist. Also waren diese ganzen Drachentänze eigentlich umsonst. Nun schickt er hier sein Schlappohr in den Kampf und da wechsle ich wieder mal raus, weil es bestimmt eine Kampfattacke drauf hat und wechsle zu meinem Hurengard alias Durengard. Und da ist es wirklich nun seine Mega-Entwicklung. Wurde hier sich schon mal mega entwickelt hat. Und es geht dann direkt mal dafür den Mogelhieb. Macht eigentlich, weil es ja nicht effektiv ist, aber Durengard wird eh nicht zurückschrecken, weil es ja ausgewechselt worden ist. Die Überreste heilen mich ein bisschen und da geht er für den Steigerungshieb. Das soll mir aber eigentlich egal sein, denn dieses Schlappohr wird noch zu seiner Strafe kommen. Ich gehe erstmal hier für den Schwertanz, wodurch ich mich ein bisschen booste. Die Überreste heilen mich wieder mal ein bisschen auf. Und da gehe ich nun für das Königsschild. Einfach aus dem Grund, damit ich schon mal geschützt bleibe und dass sein Angriff stark sinken sollte. Und das tut er jetzt auch. Und dann gehe ich nochmal für das Königsschild. Und dann war ich so an dem Punkt erreicht, wo es mir eigentlich fast keinen Schaden mehr machen sollte. Hat es auch dann eigentlich schon gar nicht mehr. Denn da geht er jetzt nur für den Irrschlag. Ich schütze mich selbst und der Angriff sinkt nochmal ganz stark. Da werden nochmal die Überreste zum Spiel kommen. Da setzt er nur den Irrschlag ein. Der trifft mich auch, aber hat ihm nicht sehr viel genützt. Und da mache ich den Taktikwechsel zur Klingenform und setze den Eisenschädel ein, wodurch das Schlappohr dann mit einem Schlag besiegt ist. Da ist dieses Schlappohr zugrunde gegangen. Und dann schickt er nun sein Metagross rein. Ich gehe für den Spukball und damit ist dieses Metagross auch schon mal besiegt. Also Durengard rockt jetzt noch die letzten paar Pokémon. Die Überreste heilen ihn wieder mal so ein bisschen, sodass er eigentlich schon wieder fast seine ganzen KP wieder hat, die er eben verloren hat beim Schlappohr. Und da schickt er nun noch seinen Glaziola rein. Ist es auch ein Shiny. Nur ich, das bringt ihm nichts. Ich gehe nochmal für den Eisenschädel und damit ist dieses Glaziola auch schon direkt besiegt. Und damit hat Tom verloren. Aber er hat auch ganz gut gekämpft und ja, ist auf jeden Fall ein guter Gegner und ja, ich würde sagen, mit diesem Kampfvideo beende ich das Video für heute und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Let's Play Pokémon Oras Wi-Fi Battle. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.